Ja, hallo und seid gegrüßt, meine lieben Raider-tötenden Ödländer. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und das ist Fallout 4 mit Next-Gen-Update und 45 Mods. Den hat's aber schön zerrissen auf der PS5 in 4K. Ach Leute, und wie geil das ist. Wir sind hier immer noch am Eingang vom Wort 88, aber eigentlich wollte ich nur das Feldlager der Enklave finden. Aber wenn wir natürlich hier einmal sind, will ich hier natürlich ein bisschen klar Schiff machen. Der Nick hat immer noch die Powerrüstung an, die wir noch verbessern müssen. So, da ist auch noch einer. Vielleicht treffen wir den sogar. Wäre ja mega. Da kommt was Schönes. Aber warum sind das alles Ghoul Raider? Der ist Geschichte. Oh, und wir steigen gleich auf, habe ich gesehen. So, da müssen wir jetzt erstmal irgendwie hier runterkommen in die Ecke. Ach Leute, diese Spiegelung, ist das geil. Ich wollte mal gucken, wie sieht es denn bei der hier aus? Och, oh, da sehen wir sogar richtig das Ödland im Hintergrund. Na klar, das sind die Bagger. Ist das geil. Guckt euch das mal an. Die Häuser meine ich, da hinten sind auch noch Raider. Och, ist das genial. Wie schön sich das hier spiegelt. Gut. Die ist aber natürlich nur was von Nahkampf. Kann man den nicht gebrauchen. Aber hier. Oh, der hält aber viel aus hier, der Veteran. Ich danke euch, meine lieben Freunde, für die Unterstützung meines kleinen Kanals. Falls ihr was mit der Miauen hört, mein Kater ist hier unterwegs. Der ist auf Nahrungssuche. Die hat er auch gerade gefunden. Jetzt will er bestimmt wieder raus und kann sein, dass er da ein bisschen rummeckert, obwohl er schon den ganzen Tag draußen war, der alte Schlummrig. So. Yes. Geil. Das mit den 60 FPS macht auch halt wirklich Sinn, dann einfach hier mal schön so zu snipern. Aber die halten alle richtig was aus. Meine Güte. Die sind stark, die Jungs und Schwestern. Aber 25% ist halt nicht viel. Es ist wirklich nicht viel. So, ich versteckel mich mal hier unten. Da fallen wir auch nicht gleich in die Brühe rein. Es regnete ja noch ziemlich heftig. Und das sieht auch so gut aus hier mit dem Regen. Junge! Und meine Güte, bin ich verrückt. Part 175, Leute. So, was haben wir hier noch im Petto? Unser Radiumgewehr. Ach, Leute, der Alien Blaster. Was ist denn? Na klar, das habe ich ja ganz vergessen im letzten Part. Den müssen wir mal ausrüsten. Da ist er doch, der Alien Blaster. Ha, was können wir denn da ersetzen? Das ist ja jetzt die Frage. Geiles Teil. Silberne Maschine, müssen wir das aufsehen? Das Radiumgewehr. Sitos Schläger. Machen wir den erstmal raus. Wo der natürlich auch mega geil ist. So, hier ist erstmal nichts. Ja, Nick, du hast vollkommen recht. Ich habe eigentlich auch keinen Bock. Was ist denn hier? Das sind alles Verkäufer und Siedler. Boah, die haben sie alle kalt gemacht. Oh, jetzt können wir das Ding mal testen. Ja! Pulverisiert. Ah geil, da kommt so eine kleine Batterie an der linken Seite rein. Ich finde die Nachladeanimation von verschiedenen Waffen auch immer so geil. Die haben die alle getötet hier und aufgehangen. Also die essen doch Fleisch, so wie die hier hängen. Könnte ich mir das gut vorstellen, Leute. Aber die Verstrahlung ist extrem hoch hier. So, und dann müssen wir mal dort hochgehen. Ich habe so ein bisschen Respekt hier, weil die sind nicht ohne. Da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Hallo? Ja, hier ist keiner. Ach, sieht alles so genial schön aus hier. So, hier kommen wir noch irgendwo hin. Nee, hä? Waren wir hier schon? Aber hier steht jetzt sogar schon Wort 88. Okay, was soll der Scheiß? Aber hier draußen sind doch noch offensichtlich welche. Was zum Teufel war das? Okay. Ah, da ist er.
Aber da steht da Raider-Abenteurer, oder ist das ein Fehler? Dass die alle Ghule sind. Aber obwohl, ein Ghoul kann ja auch ein Raider sein. Vielleicht heißt er dann im Spiel auch einfach Raider. Ja, Level 62. Oh, der Alien Blaster gefällt mir, Leute. Der ist cool. Und der ist jetzt auch schon, finde ich, ganz schön stark. So, jetzt sollte ich mir aber mal unbedingt was reinpfeifen. Beides natürlich gleich. Und zackele zack, sind wir wieder wie neu und frisch. So, da hinten ist noch ein Wohnwagen. Da gehe ich nochmal rein. Gucken, ob es da noch was gibt. Da ist die Red Rocket. Ach. Nee, ich dachte gerade, wir wären hier drinnen gewesen, aber offensichtlich noch nicht. Ach, ist das schön hier. Mensch, das hat echt was cool hier drin. So, Superkleber, den können wir sowieso immer gebrauchen. Eine Souvenirbox, die ist natürlich auch uns. Klar, der Regen, der frisst wahrscheinlich auch nochmal einiges an Performance. Oh, und da ist doch jemand pulverisiert. Nee, das war der Geschützturm. Wo ist sie denn hin? Er hat doch schon so stark geblutet. Boah, die Verstrahlung. Mist. Red Array ist ein seltenes Gut, wie wir alle wissen. Wer schreit denn hier rum? Oh! Ein Safe, ein verbesserter. Schön. Freilich, immer her mit dem geilen Loot. Kann ich alles gebrauchen? Scheiße, das sieht nach einem Hinterhalt aus. Oh, Bobrovs bester Schwarzgebrannter, freilich. Irgendwie. Hä? Wo? Ich hab was gehört. So, hier oben. Ist hier noch jemand drin? Scheiße. Blutpaket. Eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Scheiße, was war das? Oh, geil, Leute. Und ihr habt mir auch geschrieben, der Batman Freak hat geschrieben, es sieht für ihn nicht anders aus. Also für mich sieht es sehr anders aus, Leute, muss ich euch wirklich sagen. Und ich hoffe, ihr seht das auch, aber wahrscheinlich ist das dann wieder so ein Fernseher- und 4K-Ding. Ich finde, das sieht alles viel geiler aus. Wie das alleine der Stein, wie der hier glänzt, das sieht so gut aus. Die Spiegelung alleine mit dem Raytracing. Ah! Oh, hier sind aber viele. Uiuiui. Ach, du liebe Güte. Und der halt was aus. Blutmatscher! Ja, wir flüchten! Na gut, der kommt nicht weit. Keinen Fall. So, habt ihr hier was versteckt, ihr alten Halunken? Ihr alten Raider-Schweine. Ihr habt sich verdient zu leben. Weiß, was die hier unten schon wieder angestellt haben. Ach, ich kann mich wirklich nicht an die Wort 88 erinnern. Das wundert mich gerade so ein bisschen. Geschafft. Weil ich irgendwie dachte, ich hätte alle Vaults entdeckt hier. Also, ich bin gespannt, aber natürlich 175 Parts spricht natürlich dafür, dass man auch mal was vergessen kann. Oh, und wo sind meine Tiere? Okay, wir sind noch einmal außen drum herum gelaufen. Dann gehen wir hier hinten auf die Ecke. Na komm her, du Sauhund! Gleich noch ein. Boah, warum hält er so viel aus, der Raider-Veteran? Oh, geil. Verballern natürlich ganz schön viel Muni. Aber wir finden ja auch wieder was, das geht schon. Oh, da zum Beispiel liegt die gute alte 38er-Munition. Die brauchen wir
immer zuhauf. Oh, wieder Regen hier oben auf die Blechdächer prasselt. Das hört sich so schön an. Eine leckere Melone. Die habe ich am liebsten. Wenn man vom Teufel spricht. Ja, da ist er doch. Aber er hat Angst. Er hat auch keine Arme mehr. Und ich treffe absolut nicht. Tja, was sollte er auch machen, oder? Guckt euch das mal an. Der arme Kerl, keine Arme mehr. Das heißt, nie wieder nasse Ärmel beim Händewaschen. Eigentlich eine schöne Sache, oder? Der Alienblaster geht ab. So. Was haben wir jetzt hier noch? Da ist der Harry. Von dem brauchen wir aber nichts. Da ist die Couch, auf der wir uns ausruhen könnten. So 19 Meter. Ja, irgendwo muss es hier rein. Ach, hier geht's rein. Na dann. Gucken wir mal, ob wir da unten was finden. Sofort auf. Was ist das denn schon wieder, Leute? Ich muss mal kurz was einstellen. Hört sofort auf. Die Vault-Türen können einen direkt... Oh mein Gott, Leute. Treffer widerstehen. Eure Versuche, in diese Anlage einzudringen, sind lächerlich. Verschwindet sofort, oder ihr werdet es bereuen. Wann hast du endlich genug von diesem Unfug? Das ist ja krass, Leute. Die wollen in die Vault rein. Die Halunken. Tja, wie mache ich die jetzt am besten kalt? Ich habe eine Idee. Haha, verbrennt! Wird Vandalismus nicht dulden. Vor allem Vault-Tec wird Vandalismus nicht dulden. Ja, dann habt ihr aber hier die Rechnung mit ganz falschen Leuten gemacht. Oh. Ja, der hat gesessen. Wer auch ihr seid, hört auf. Ist das geil? Das eine Option wäre. Vault 88. Leute, das könnte der Beginn einer geilen Reise sein hier. Ich bin gespannt. So, Türsteuerung. Mach auf den Bunker. Ich hört endlich auf. Und ich komme ja hier rein, das wissen wir ja. Ja. Eine Nachricht von Vault-Tec. Was? Du hast einen Pip-Boy? Moment. Gehörst du zu Vault-Tec? Ist endlich jemand da, um mich zu retten? Bitte, ich stecke hinter einem Berg aus Trümmern fest. Du kannst mich befreien, indem du die Werkstatt zum Laufen bringst. Heb zuerst die Sicherheitsabriegelung auf und begib dich zum Reaktorraum. Ein besseres Leben im Untergrund. Cool. Was ist das denn für eine Quest? Oder hat die was mit Bauen zu tun? Es war schwer, die Hoffnung nicht zu verlieren. Ich saß hier so viele Jahre fest. Aber du kannst Dr. Braun versichern, falls er dennoch lebt, dass ich meine Zeit sinnvoll bin. Oh mein Gott, Leute! Okay, Leute, kommen einige Ghule auf uns zu. Aber irgendwas stimmt da nicht ganz mit dem Audio. Ihr hört das bestimmt auch. Ich mache das jetzt mal ganz runter. Ich weiß nicht, ob wir das alles jetzt hier so, ob das so passt.
Wir werden es sehen. Ich meine, der Hall ist ja geil, aber es ist alles halt noch so ein bisschen zu laut fast. Ist diese Waffe geil. Du Streuner, der ist aber dick. Ach du liebe Güte, Leute. Was war das denn für ein dicker Ghoul hier? Du bist ja ein Ekel. Aber ein richtiges. Ist ja fast schon Bloater-Ausmaße von The Last of Us. Ja, die Schall's natürlich richtig drin in der World. Ja, das ist zu viel Schall, Leute. Aber ich kann die jetzt auch nicht schnell mal ausstellen. Oh, World 88 Anzug. Pip-Boy. Naja, Pip-Boy-Kiste nehmen. Pip-Boy hinzugefügt. Das ist ja cool. Wie ein neuer Pip-Boy oder was? Putzmittel nehmen wir natürlich auch mit. So, ich sollte mal schnell in den Pip-Boy reingucken. Ich will jetzt mal in die Daten gucken, Leute. Ein besseres Leben im Untergrund. Hebe die Sicherheitsabriegelung auf. Eine im Wort 88 eingeschlossene Person braucht Hilfe. Sie hat mich gebeten, die Sicherheitsabriegelung aufzuheben, damit ich den Reaktorbereich betreten kann, wo ich die Steuertafel finden sollte. Das machen wir natürlich. Ich meine, dass das hier so einen Hall geben würde. Ich finde, das hört sich ja richtig gut an. Das wäre ein echter so, aber es ist halt ein bisschen zu viel. Too much. Und es kollidiert so ein bisschen mit den anderen Sounds. Und dadurch, dass Nick noch die Powerrüstung hat, ist das natürlich nochmal alles lauter. Das nehme ich mal ein bisschen runter. Die Schritte ein bisschen runter. So. Aber extrem viel werden wir da nicht machen können. So, da müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier überhaupt noch skillen. Da haben wir ja auch noch jetzt sowas zu tun. So, das war hinten rum. Hier geht es natürlich nochmal weiter. Benötigt Terminal irgendwo. Terminal irgendwo. Ja, nur wo? Nur übers Terminal. Ach so, dann steht hier vorne das Terminal, ja. Ah, guckt euch doch mal an, wie schön allein die Kaffeekanne jetzt aussieht. Es ist überall bling bling und alles ist viel schöner. Und alles so schön sauber hier unten in der World. Wurde ja nichts vom Ödland und dem ganzen Gesocks da draußen beschädigt. So, zeige ich mal ja. Sicherheitsabriegelung aufheben. Sicherheitsaufzeichnungen. 23. Oktober 2077. Automatische Sicherheitsabriegelung. Atomare Explosion festgestellt. Automatische Vortec Notfallabriegelung eingeleitet. Morgen kommt Barstow. Wieder so eine Protz-Präsentation. Der Eingang ist endlich fertig. Wenn sie irgendwelche VIPs mitbringt und innerhalb dieses Abschnitts bleibt, wird alles wie ein richtiger Wort wirken. Die Arbeiter sind gar nicht mal so übel. Wir haben zusammen gepokert. Wie es aussieht, werden sie hier noch eine Weile bleiben. Ich wurde auf eine Halloween-Party eingeladen. Ein bisschen Spaß könnten wir hier auch wirklich mal gebrauchen. Ach Quatsch, Leute. Das ist gar keine richtige Wort. Das ist eine Fake-Wort. Endlich haben wir ein richtiges Sicherheitssystem. Ich weiß, der Eingang ist nur Augenwischerei, aber wenn Barstow immer wieder hohe Tiere mitbringt, bin ich am Ende dran.
wenn hier was schief läuft. Die Arbeiter nörgeln ständig über die neuen Sicherheitsmaßnahmen. Die können sich beschweren, bis sie schwarz werden. Das kann man in der heutigen Zeit aber auch nicht mehr schreiben, oder? Die können sich beschweren, bis sie schwarz werden. So. Dann machen wir die Buchte mal auf. Freilich, hätte ich ja fast vergessen. So. So, finde die Steuertafel. Sehr gut. Voltec-Werkstätten benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. Da müsstest du sie finden. So, hier geht's nicht weiter. Also haben wir nur den einen Weg. Oh. Sicherheitschef Anderson. Oh nein, der ist ja zum richtig ekligen Ghoul geworden. So, der wird sicherlich noch irgendwas Wichtiges bei sich haben. Ih, die sind ja wirklich dick. Vortex-Steuertafel. Ja. Harpunkanone. Ach, hatten wir ja schon eine. Die nehme ich trotzdem nochmal, weil die scheint dann besser zu sein. Freilich. Her damit. Alles schick und alles schön. Die Pylonen kann ich nicht nehmen, aber eine Nuka-Cola kann ich mir gönnen. Eine schöne, feine. Spinnt noch was? Ja. So, vorsichtshalber. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Rein damit. Caution. Okay. Dann können wir mit der Steuertafel hier runterlaufen. So, du kannst jetzt die Werkstatt vom Vault 88 benutzen. Beseitige den Schutt. Oder? Stand es da gerade? Wo war das denn? Ja, hier. So, den verwehrt man natürlich mal. Ha! Und da ist er. Ach, das ist unsere eigene Vault? Ja, sie ist auch ein Ghoul. Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Das ist ein Vault-Anzug und ein Pip-Boy. Aber du gehörst nicht zu Voltec. Was ist der Grund? Na doch, ich... Wieso hast du mir geholfen? Ich bin doch ein guter Mensch. Und wenn hier drinnen jemand vernunftbewusstes Hilfe braucht, dann bin ich zur Stelle. Oh, da hinten laufen doch schon wieder welche rum. Vortex-Signal, genau, ich habe das Signal empfangen. Ich habe das Vortex-Signal aufgefangen und bin gekommen. Die Eindringlinge müssen es ausgelöst haben, als sie den Haupteingang aufbrechen wollten. Ich habe nicht erwartet, dass nach all der Zeit noch jemand antwortet. Mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden. Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Diese 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Er sollte mein ganzer Stolz werden. Dann die Erdbeben. Sirenen. Viele starben. Vielleicht haben sie... Was machst du da? Ja, tut mir leid, Valerie. Ich muss erst mal aufräumen. Die kommen doch alle her! Ich höre gar nicht, was sie sagt. So, wir haben erstmal die Wilden. Es ist besser, die armen Kerle endlich von ihrem Leid zu erlösen. Das denke ich auch. Grüß dich, Valerie. Was hast du gerade nochmal gesagt? Es ist besser, die armen Kerle endlich von ihrem Leid zu erlösen. Ich warte, bis du fertig bist. Ach so, wir sollen alle töten. Ich dachte, das wären jetzt nur die hier unten gewesen. Solange du das Zeug trägst. Klar, mach ich. Nick, wir müssen dich mal aus der Rüstung rauspellen, so langsam. Tu, was du für richtig hältst. Das ist ja geil. Hä?
So eine Kaffeedose habe ich ja noch nie gesehen, Leute. Ist das ein neues Inventarstück hier irgendwie? Tu, was du für richtig hältst. Oh, die hat ja einen Haufen Zeug. Kein Wunder, dass die überlebt hat. Wasser, alles mögliche. Kartoffelchips. Ich warte, bis du fertig bist. Salzstreuer. Oh, ein Wakemaster-Wecker. Wakemaster. Es ist besser, die armen Kerle endlich in Weiß. Von ihrem Leid zu erlösen. Special Edition wahrscheinlich. Da hinten. Da sehen wir doch noch einen. So, ist der hinüber? Ja. Kommen bestimmt gleich noch irgendwo welche auf uns zu hier. Oh, hier gibt es auch geilen Loot bestimmt noch. Schau mir ins Visier, Kleiner. So, wir haben es geschafft. Das waren sie anscheinend. So, ich will nur mal gucken, gibt es hier noch was zu holen oder gibt es hier gar nichts mehr? Ja, das muss doch irgendein DLC sein, den wir hier spielen. Wenn wir hier drinnen irgendwas aufbauen können. Oder? Oh, was ist das denn? Hä? Was ist das denn, Leute? Was haben die an den Kran gehangen? Irgendeine Forschung sieht aus wie ein Riesenschädel von irgendeinem Roboter oder... Welche Rüstungsteile? Nee, was ist das? Also da drinnen haben sie irgendwas geforscht. In diesen Röhren, in diesen Bällen. Ich habe versucht, mich zum Eingang vorzugraben. Mit der Steuertafel hätte ich vieles anders machen können. Aber es war einfach zu viel Schutt. Dafür war meine Ausrüstung nicht geeignet. Meine Arbeit hat mir allerdings viel Kraft gegeben. Hier, unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Dr. Brown hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Aha, was für Experimente denn? Vortex sind Schweine. Ja, eigentlich müsste ich das ja antworten, das wissen wir ja alle. Die von euch, die die Serie gesehen haben, wissen es auch. Aber die richtigen Fallout-Fans wissen sowieso. Was sind das für Experimente? Geniale Geräte, die die Effizienz und Gesundheit der Gemeinschaft steigern. Es sind allerdings noch Prototypen. Es könnte also den einen oder anderen Designfehler geben. Aber die lassen sich mit etwas Fleiß sicher beheben. Meine Güte, und wo ist Dr. Brown oder wer ist Dr. Brown? Sie sollte die Aufseherin werden. Wir wissen ja, es ist keine richtige Wort. Das sehen wir jetzt auch hier. Es ist einfach nur eine riesige Lagerhalle, wo Experimente gemacht wurden. Du hast Dr. Brown erwähnt. Wer ist das? Dr. Brown ist der Leiter des gesellschaftlichen Erhaltungsplans. Ein brillanter Wissenschaftler und Verwalter. Und zweifelsohne Tod. Ein herber Verlust. Ach, sie hat eine geile Stimme, Leute. Ich mag ihre Stimme sehr. Okay, er ist tot und er war ein herber Verlust, weil er wahrscheinlich die leidende Person war für die ganzen Experimente. Sie hat eine harte Zeit gehabt, das stimmt. Hört sich an, als hättest du eine harte Zeit hinter dir. Ich hatte hier unten viele dunkle Tage. War verzweifelt. Aber die Arbeit... Die ständige Arbeit hat mich weitermachen lassen. Der Vault sollte viel Platz bieten für ausgebildete Mitarbeiter, vertrauenswürdige Untergebene und Wissenschaftler. Und trotzdem, wie alles gelaufen ist, sehe ich Möglichkeiten. Arbeiten wir zusammen. Als Partner. Als Partner zusammenarbeiten. Ich will eigentlich auch nicht wirklich mit Vortec arbeiten. Aber guckt euch mal jetzt das Gesicht an. Seht ihr das? Also das Gesicht von Affenkönig Dämlich hier.
Man sieht jetzt sogar die Poren und alles. Das sieht einfach gut aus. Okay, was genau müsste ich denn machen? Was genau müsste ich machen? Ich weiß, dass du in einer besseren Verhandlungsposition bist. Ich würde gern die alltägliche Verwaltung des Vaults übernehmen. Was auch immer du willst. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich würde dich nur bitten, die Prototyp-Experimente durchzuführen. Na komm, wir ziehen das mal durch hier. Lass uns das zu Ende bringen. Gut. Ausgezeichnet. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Die Informationen im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88, in deine Hände. Ach, das ist schon geil, wirklich. Wir bauen jetzt hier eine eigene kleine Mini-Vault sozusagen. Mit dem Aufseherschreibtisch habe ich alles, um die... Ach, und da ist die Blaupause. Ja, hier ist der Eingang. Und dann hast du einfach nur eine riesengroße Halle. Aber wir können vielleicht da auch noch was dazu machen. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass wir hier drinnen noch was machen könnten. Ist aber auch viel eingestürzt hier. So, hat der Kollege hier noch was? Der Ekel hier. Widerlich. So, hier drinnen könnten wir also nur bauen. Das wollen wir ja gerade nicht machen. Aber... wie gesagt, so ein Schreibtisch. Könnten wir den jetzt einfach hier hinzimmern? Spezial. Ach, da ist es. Spezialterminal. Sieht natürlich blöd aus hier in der Ecke. Es muss ja irgendwie wenigstens ein bisschen. Es muss ein bisschen passen. Leute, ein bisschen. Aber warum kann ich das hier nur so auf die Hälfte? Das sieht ja noch bescheidener aus. So, hier. Mein Aufseherschreibtisch. Ah, schön. Richtiges Vault-Tec-Terminal. Ach, okay. Ja, hier kann ich natürlich alles noch einlagern. Den ganzen Schrott, das wir hier Platz haben und so weiter und so fort. Ah, das ist ja Open End, wenn ich das jetzt hier mache. Kann ich den Ghoul einlagern? Nee, kann ich nicht. So, hier, das lassen wir mal so ein bisschen stehen. Das kommt noch weg. So. Genau, da kannst du hier in die Weiten gucken. Was auch immer du da machen willst. So, Strukturenmetall, Strukturenlagerhaus. Oh, Strukturenvault. Ah, Vault-Innenbereich. Und da können wir dann, ah, das ist ja krass. Okay, ich habe verstanden, ja. Nicht schlecht. So, mal gucken, was jetzt noch für uns hat. Bitte sei nachsichtig, aber wir dürfen nicht trödeln. Die Arbeit wartet auf uns. Dieser Vault sollte ganz bestimmte Bewohner beherbergen. Um Versuche am Menschen durchführen zu können, oh mein Gott, benötigt man schließlich die perfekten Testsubjekte. Ah, dann kann ich ja die ganzen... Na gut, man könnte böse Menschen hier reinstecken. Das wäre eigentlich cool. Was macht eine perfekte Versuchsperson aus? Die Person sollte gesund sein. Oder zumindest gesund genug. Und wir müssen schnell eine exakte Basislinie erhalten. Außerdem muss sie bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Sehe ich ein. Dann suchen wir uns mal ein paar Versuchskaninchen. Laut Vault-Tec-Handbuch sollte der Aufseher dieses Wort nicht verwenden. Auch wenn es passend ist. Schalte den Funkleitstrahl des Vaults ein. Die Leute an der Oberfläche reißen sich sicher, um die Chance, in einem Vault leben zu dürfen. Während wir darauf warten, dass es sich herumspricht, könntest du dich ja in Vault 88 umsehen. Wenn du ein paar Trümmer beseitigst, könntest du vielleicht in andere Abschnitte gelangen. Sämtliche Materialien oder Ausrüstung, die noch funktionieren, könnten für die Experimente nützlich sein.
Ah, okay. Also gibt es hier noch andere Ecken, die wir entdecken können. Aber ein Funkleitstrahl. Tja. Das müssten wir natürlich mal machen. Ah, das ist schon geil, was wir hier alles machen können. Jetzt kann man hier den ganzen ekligen Kram auch bauen von dem Rudel und sowas. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht so der Bauer, weil das für mich immer so viel Zeit kostet. Ich erlebe ge lieber geile, coole Geschichten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man hier noch die eine oder andere Sache wegmachen kann und dann findet man hier noch neues, cooles Zeug. So, hier ist noch ein Tunnelbereich. So, was gibt's denn hier noch Schönes? Ist doch größer, als ich dachte. Ach, grüß dich, Harry! Fiese Kannibale! Ja, die sind auch nicht ohne. I, nekrotischer Ghoul. Heureka! Nick macht das schon. Wenn's einer schafft, dann er. Oh. Schöner Loot. Hier was drinnen? Nee. Und jetzt hier nur eine Höhle. Das war's. Ja, hier kann man schon. Oh. Hier kann man schon ordentlich was finden. Also so viel steht fest. Ordentlich Loot, also das denke ich mir. So, hier noch irgendwas? Oh! Was? Wo, Nick? Wo? Machen wir aufs Rattengefahr! Da kommen sie! Skorpion! Geil! Oh, hier ist ja alles vertreten. Möbelorg auch noch mit von der Partie. Möbelorg Messerklaue. Was sind das denn für Gesellen? Oh, legendärer Albino Möbelorg Jäger. Oh! Der ist ja richtig eklig. Trotzig, optimiert und agiert. Der letzte Schuss im Magazin verursacht doppelt so viel Schaden wie normal. Der letzte Schuss im Magazin. Eigentlich schon geil, da darfst du halt nicht immer nachladen. Ekelhaft. Oh nein! Eine Königin! Unter Tage! Ah! Das beherbergt also diese Höhle. Ih, jetzt kotzt uns voll mit ihrer Kotspratze. Brenn, du Sau! Wasser-Pokémon mögen kein Feuer. Ich will dich brennen sehen. Oh, geil, 280. Noch mehr? Wo? Oh nein, dort unten. Die kleinen Babys. In Reih und Glied, der Kindergarten. Wo? Oh, der Albino-Rad-Skorpion. Geil, wie schnell man die abfeuern kann. Nick, mach nicht so ein Drama, das ist nur ein Baby.
König im Fleisch. Scharfschützengewehr. Ach, schön, Leute. Geil, dann haben wir jetzt hier Vault 88 gefunden. Das ist ja super. Ich weiß nicht, ob es hier unten noch was Großartiges gibt. Wahrscheinlich, ich meine, zum Level nicht verkehrt. Die Gegner waren jetzt auch nicht so extrem easy, bis auf jetzt vielleicht diese Skorpionchen und so. Aber was anderes ist hier nicht, oder? Das Wasser trinken möchte ich nicht. Nein, danke. So, jetzt geht's auch, finde ich, wieder mit dem Sound. Das war nur in diesen engen Räumen irgendwie nicht so cool. Hier ist es geiler. Hier passt es für mich auch wieder ganz gut mit dem Hall. Ja, gut. Dann hätten wir die Höhle auch geklärt. So, meine lieben Freunde, das war's erstmal mit Fallout 4 Next Gen Update PS5 Part 175. Ich danke euch fürs Zusehen. Mir hat's mega Spaß gemacht. Ich werde hier nochmal mit unserer alten Ghoul-Freundin reden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Aber dann will ich natürlich noch so ein bisschen das Next-Gen-Feeling haben. Draußen im Ödland. Macht's gut. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Haut rein. Bleibt so, wie ihr seid. Ciao.